Sommergespräche auf OE24 TV. Heute zu Gast Pamela Rendi-Wagner. Die Parteichefin der SPÖ stellt sich den Fragen von Niki Fellner, Isabel Daniel und Bürgern, die einiges wissen wollen. Jetzt Sommergespräche auf OE24 TV. Ja, willkommen auf OE24 TV, willkommen zum Sommergespräch. Heute Abend zu Gast ist die SPÖ-Parteiobfrau und Clubchefin Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und wie immer mit mir durch dieses Interview führt Isabel Daniel von der Tageszeitung Österreich. Hallo. Hallo. Frau Rendi-Wagner, ich würde gern starten. Vor einer Woche war der Bundeskanzler genau auf diesem Platz und der hat uns mit Handschlag begrüßt. Wie halten Sie es eigentlich mittlerweile? Grüßen Sie mit Handschlag oder ist noch Corona-Gruß angesagt? Lieber ist mir der Corona-Gruß. Leider ist er wieder mehr notwendig denn je aufgrund der steigenden Infektionen. Und das Infektionsrisiko, vor allem für Ungeimpfte, wird immer größer von Tag zu Tag. Daher glaube ich, wäre es jetzt wieder angebracht, auf mehr Sicherheit und mehr Abstand zu setzen und daher wieder lieber den Faust. Aber die Faustbegrüßung, auch wir haben uns heute so begrüßt. Das ist richtig. Ich habe übrigens letzte Woche auch mit Faust reagiert und nicht die Hand gegeben. Sie haben gesagt, dass wir die Fehler vom letzten Sommer wiederholen. Was läuft aus Ihrer Sicht im Pandemiemanagement angesichts der stark ansteigenden vierten Welle in Österreich schief? Naja, man muss sich schon überlegen, warum wir jetzt Infektionszahlen haben zu Schulbeginn im Osten, die 8,5 Mal größer sind als letztes Jahr, um dieselbe Zeit. Also fast 9 Mal mehr. Da muss man schon fragen, ist der Sommer diesmal genützt worden, um in einen sicheren Herbst zu gehen? Und die Entwicklung der Infektionszahlen sagen, nein, einfach nicht. Man hätte aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Expertinnen und Experten bereits vor dem Sommer große Anstrengungen setzen müssen, um den Sommer sicher zu machen, Stichwort Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer, und die Schulen natürlich auch vorbereiten dementsprechend auf die Situation im Herbst, dass wir sichere Schulklassen haben, Stichwort genug Luftfilter in allen Klassen und ein ganz klares österreichweit hoffentlich einheitliches Testregime in allen Schulen Österreichs. Das Wichtige wäre gewesen natürlich und das Allerwichtigste, die Impfquote vor dem Sommer zu heben. Und zwar nicht jetzt zu sagen, wir gehen jetzt so laissez-faire mit damals unter 50% Durchimpfungsrate in den Sommer, jetzt sind wir bei knapp 60%, viel, viel zu gering. Warum war das gefährlich? Weil die Urlaubs- und Reisezeit natürlich eine sehr gefährliche Zeit ist, dass Infektionszahlen natürlicherweise ansteigen, weil die Menschen viel unterwegs sind und auch aus dem Ausland viele Infektionen bringen. Und Dänemark, Irland, viele europäische Länder haben es geschafft, vor dem Sommer 80% Durchimpfungsrate zu haben, haben deswegen viel geringere Infektionszahlen jetzt im Sommer und können, so wie Dänemark bereits, alle Lockerungen vollziehen. Die sagen offenbar, Corona ist jetzt wie Grippe. Und das wäre unser Ziel. Und das hätten wir erreichen können, hätte die Regierung nicht verschlafen. Sie haben jetzt gerade die Reiserückkehrer angesprochen. Jetzt ist es so, viele von uns haben das selber erlebt, wenn sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug, dass kaum kontrolliert wird an den Grenzen. Sie haben das selber auch angesprochen, vor einigen Tagen in einem anderen Sommergespräch, dass Sie gesagt haben, da muss viel strenger getestet werden. Was läuft da schief Ihrer Meinung nach? Wer hat das verschlafen? Naja, der stärkste Treiber jetzt gerade im Sommer, und das war letzten Sommer so und das ist bei Infektionskrankheiten so, ist immer dann gegeben, wenn sich Menschen viel bewegen von einem Ort zum anderen und noch mehr, wenn sie von fernen Orten wie aus dem Ausland kommen. Und deswegen hätte das auch eine Lehre aus dem letzten Sommer sein müssen, dass man ganz gezielt auf die Reiserückkehrer schaut und sagt, zu eurer eigenen Sicherheit, erstens, seid besser geimpft, bevor ihr auf Reisen geht. Und wenn ihr zurückkommt, bitte, das wäre das Allerbeste, einen PCR-Test bei Einreise. Verpflichtend. Das würde ich verpflichtend machen, sonst wird es nicht flächendeckend funktionieren. Und innerhalb einer Woche nach Rückkehr ein zweiter Test, 5 bis 7 Tage danach, um sicher zu gehen, dass nicht jemand bei Einreise zwar schon infiziert, aber nicht positiv war. Damit hätten wir sicherlich 30-40% der jetzigen Infektionen, die wir jetzt sehen, vermeiden können.
Sie haben jetzt schon gesagt, Sie hätten diese verpflichtenden PCR-Tests eingeführt, aber jetzt in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, weil dafür ist es leider zu spät, was würden Sie konkret machen, wenn Sie jetzt Kanzlerin wären? Also erstens hätte ich den Sommer nicht verschlafen. Ich hätte alles daran gesetzt, die Lehren aus dem letzten Sommer zu ziehen und gut vorbereitet in diesen Sommer und Herbst zu gehen. Gut vorbereitet, weil es darf nicht mehr passieren, dass Schulen in Quarantäne geschickt werden, geschlossen werden. Und es darf auch nicht passieren, dass es zu Überforderungen bei unserem Gesundheitssystem und auf den Intensivstationen kommt. Jetzt, ja, muss ich schon sagen, ist ein bisschen Feuer am Dach, weil es ist ein wirklich ernster Kampf gegen die Zeit. Und die nächsten 2 Wochen, würde ich sagen, werden darüber entscheiden, wo uns diese vierte Welle hinführt, wo Österreich wirklich in 3, 4 Wochen steht. Wenn wir jetzt sehen, 120 Intensivpatientinnen und Intensivpatienten derzeit, wir haben eine Verdopplungszeit von circa 2 Wochen, das lässt sich leicht ausrechnen, es kommen noch Reiserückkehrer, die Schulen beginnen, das wird weiterhin stark steigen. Wir werden sicher Mitte September hier bei mindestens 300 Intensivpatienten liegen und wenn man das weiterrechnet, jedes Schulmädchen kann sich das weiterhin ausrechnen. Und das ist eine ernste Entwicklung. Wir müssen jetzt diesen Schulstart so sicher wie möglich machen. Das heißt, ganz streng prüfen, 2-mal die Woche österreichweit PCR-Testungen. Das, denke ich, ist das Um und Auf. Das darf nicht nur auf Wien beschränkt sein, sondern auf ganz Österreich. Und die Reiserückkehrer hier nicht außer Acht lassen. Weiters eingehe bei allen großen Veranstaltungen, wo wirklich Menschenmassen dicht Schulter an Schulter stehen oder singen und bei Fußball spielen und dergleichen, eine 1G-Regel einführen. Da muss man streng sein, nur Geimpfte bzw. Genesene, aber dann anschließend Geimpfte sollten dort Einlass haben. Das dritte große Thema ist auch 3G am Arbeitsplatz. Wir verbringen so viel Zeit auf unserem Arbeitsplatz. Und in jedem Wirtshaus gilt die 3G-Regel. Und ich sehe nicht ein, dass dort, wo die Leute die meiste Zeit verbringen, nämlich in der Arbeit, dass dort keinerlei Schutzbestimmungen herrschen. Und mich sprechen ganz viele Arbeitnehmerinnen, also Leute, die beschäftigt sind, aber auch die Unternehmerinnen an, die sagen, wir haben keine Rechtsbasis. Selbst wenn ich es wollte, zum Schutz meiner Mitarbeiter, kann ich es nicht einführen. Also 3G am Arbeitsplatz wäre ein wichtiger Punkt, um die Sicherheit zu erhöhen, das Infektionsrisiko zu senken am Arbeitsplatz und ich glaube auch, die Impfrate zu erhöhen. Und das wäre ganz gut, das würden Sie jetzt alles sofort machen, weil Sie gesagt haben, die nächsten 2 Wochen entscheiden, wie es dann weitergeht. Hätte schon längst alles passieren müssen, sollte jetzt so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden. Ich finde es gut, dass die Testgültigkeit, so wie Wien das vorgeht, von PCR und Antigentests reduziert wurde. Das ist auch ein Sicherheitsfaktor mehr. Auch ganz wichtig, dass man diesen Bereich geht und die Impfquote heben. Wirklich Vollgas bei den Impfungen. Wir können uns hier keine Verzögerungen leisten. Das Virus macht keine Sommerpause. Die Regierung hat Sommerpause gemacht. Und das Virus hat seine Chance genützt, bestens genützt. Darum stehen wir jetzt da, wo wir sind. Das heißt, da braucht es attraktive, kreative Impfangebote, Impfanreize, damit man vor allem die jungen Erwachsenen erreicht, dass sie sich jetzt impfen lassen, weil dort haben wir die größten Impflücken derzeit. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie hätten 1G auch bei Veranstaltungen eingeführt, beziehungsweise auch bei größeren Sportveranstaltungen etc. Ich nehme an, in der Nachgastronomie, so wie es die Bundesregierung plant, sowieso auch. Wie sieht es denn mit der normalen Tagesgastronomie aus? Würden Sie es dort auch einführen? Ich glaube, dass es dort ist die Anzahl der Personen überschaubar. Dort ist es auch so, dass die Menschen nicht so viel in Bewegung sind wie auf einer großen Fußballveranstaltung, wie bei einem großen Konzert. Und dass Experten und Expertinnen hier ganz gute Sicherheitskonzepte für die Gastronomie erarbeitet haben in den letzten, würde ich sagen, 12 Monaten, die zu einem guten Sicherheitsstandard in der Gastronomie führen, wenn die 3G-Regel auch wirklich beachtet und auch kontrolliert wird. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Hans-Peter Doskozil, der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann, neuerdings vorsichtiger zu sein scheint. Und er hat jetzt plötzlich gesagt, das Burgenland müsse unbedingt eine Impfquote von 85% erreichen, vollständig Geimpfte. Haben Sie daraufhin eingewirkt oder was ist passiert? Nein, es ist ja seit langem meine Meinung, dass wir eine Impfrate von über 80% in Österreich brauchen, damit wir
auf der sicheren Seite sind. Und ich finde das sehr, sehr gut und bin da auch sehr froh darüber, dass Burgenland jetzt diesen Kurs einschlägt und auch, dass Burgenland gemeinsam mit Kärnten auch schon eine sehr gute und positive, eigentlich einer der höchsten Impfraten in Österreich hat. Dennoch ist die Impfrate per se ein Problem. Wir haben eine verglichen mit dem EU-Schnitt sehr niedrige Impfquote. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, damit wir diese Impfquote heben? Weil Sie haben gesagt, niederschwellige Angebote, das wird ja alles versucht, aber man muss ja leider sagen, wirklich viel tun tut sich derzeit eigentlich nicht bei der Impfquote. Naja, ich glaube, dass man die Menschen wirklich gezielt informieren muss. Und das ist nicht eine Information für alle maßgeschneidert, sondern man muss jede Altersgruppe gezielt ansprechen. Da muss man die Jugendlichen anders erreichen wie die ältere Risikogruppen, die auch ein hohes Erkrankungsrisiko haben. Und da braucht es eine gezielte Kampagne, um das auch zu erreichen. Ich habe die nicht wahrgenommen in den letzten Monaten, dass es so eine Offensive seitens der Bundesregierung gegeben hätte. Ganz im Gegenteil. Es war für mich das absolut falsche Signal, dass der Bundeskanzler, weil Sie ihn heute schon erwähnt haben, zu Beginn des Sommers plakatiert hat, Pandemie bekämpft. Punkt. Das war ein falsches Signal. So hat er uns alle in den Sommer geschickt mit einer zu niedrigen Impfrate, mit einer Impf- und Sommerpause. Und das Ergebnis sind jetzt neunfach höhere Infektionszahlen, als wir sie letztes Jahr hatten. Also falsche Sicherheit den Menschen gegeben. Ich glaube, das Gegenteil muss passieren, dass wir gezielt informieren, und zwar darüber, was ist der Nutzen einer Impfung und auch, was ist das potenzielle Risiko. Und dieses Risiko muss man gegenüberstellen, dem Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Diese Zahlen, das muss man den Menschen vor Augen führen in einer klaren Sprache, die verständlich ist, weil die Menschen wollen ja informiert werden. Sie wollen Ehrlichkeit und Transparenz und Information. Und dann, das ist auch meine Erfahrung jahrelang mit Menschen, mit denen ich geredet habe zum Thema Impfen im Spital, die ich selbst geimpft habe. Das sind teilweise Leute, die auf Reisen gehen. Die brauchen 7, 8 Impfungen, wenn sie in die Tropen verreisen. Das ist nicht leicht, alle davon zu überzeugen. Es ist mir gelungen bei sehr, sehr vielen. Weil man ihnen ganz ehrlich sagt, was ist der Vorteil dieser Impfung, was ist der Nachteil und was sind die Nachteile, nicht geimpft zu werden. Das muss man den Leuten klar machen, und man muss bei Jungen auch mit mehr Anreizsystemen kommen. Und ich glaube, ich habe heute bei Ihnen gelesen, Sie haben den Vorschlag gemacht von 100 Euro Gutscheinen für junge Leute, die sich impfen lassen. Cash, habe ich sogar gemeint. Ja, Cash, passt eh. Nein, ja, also Sie wären dafür? Nein, alles, natürlich. Ja. Es gibt internationale Beispiele. Ich glaube, Griechenland zahlt 150 Euro jungen Leuten, die sich impfen lassen bei Erstimpfung. Ich glaube, auch andere Länder sind, bei Serbien ist es schon in diese Richtung gegangen. USA hat Lotterien und verlost Konzertkarten. Warum nicht? Wir haben so viel zu verlieren, wenn wir es nicht schaffen, diese Impfrate auf 80% zu kriegen. Wir laufen Gefahr, dass dieser Herbst uns ordentlich, also diese vierte Welle, uns wirklich ernsthaft unter Druck bringt, wenn wir es nicht schaffen, diese Impfrate zu heben. Sie waren lange im Gesundheitsbereich tätig. Österreich scheint generell ein sehr impfskeptisches Land zu sein. Also der Niki hat es schon angesprochen, wir liegen sogar unterm EU-Schnitt bei den Impfungen. Wir sind wirklich Schlusslicht der westeuropäischen Staaten. Ja. Und das wollte ich gerade sagen, ja. Das sieht man bei Masern, das sieht man bei der Influenza-Impfung. Ist da nicht schon traditionell irgendwas schiefgelaufen, wenn wir so ein Land der Impfmuffel sind? Naja, ich mache eine Ausnahme, weil ich habe mich wirklich viel mit Impfungen beschäftigt. Die einzige Ausnahme ist die FSME-Impfung. Da sind wir absoluter weltweiter Spitzenreiter, was die Impfrate betrifft. Also offenbar ist es hier in den 70er Jahren beginnend. Damals hat man begonnen, FSME-Zecken zu impfen in Österreich. Es ist eine Impfung, die in Österreich entwickelt wurde. Da gibt es eine Tradition. Und offenbar ist es damals gelungen, oder seither, die Menschen zu überzeugen, dass man sich Zecken impfen lassen muss. Wir haben da um die 90% Impfrate. Das wünsche ich mir für viele andere Infektionskrankheiten. Ich glaube, es ist keine leichte Entscheidung für Menschen, zu sagen, ja, ich lasse mich impfen, wenn sie nicht das Gefühl haben, nicht genug Information zu haben. Das Gefährliche dabei ist nur, wenn Sie versuchen, dann diese Information über das Internet zu bekommen. Und dann sage ich immer, man geht auch nicht zu Dr. Google, wenn man einen akuten Blinddarm zu operieren hat, weil das wird nichts bringen, oder andere ernsthafte Gesundheitsprobleme.
sondern man geht entweder zu einem Arzt oder einer Ärztin oder erkundigt sich dort, wo es sinnvoll ist, auf der Homepage des Gesundheitsministeriums oder woanders. Seriöse Quellen. Das Internet ist jetzt grosso modo sehr oft nicht die richtige Quelle und dient sehr häufig der Verunsicherung. Und da verstehe ich, das ist nachvollziehbar, dass viele Menschen hier unsicher werden, Eltern unsicher werden, ob sie ihre Kinder impfen. Aber da haben wir als Gesellschaft, als Politik eine ganz große Aufgabe, um diese Information und diese Aufklärung den Menschen zu geben. Mhm. Wir haben vorher schon kurz den Hans-Peter Doskozil angesprochen. Wie gesagt, bei der Pandemie dürften Sie gut auf ihn eingewirkt haben oder wie man auch dieser Sinneswandel bei ihm zustande kam. Wie ist denn eigentlich derzeit Ihr Verhältnis zu Hans-Peter Doskozil? Weil in den letzten Wochen und Monaten war das ja, wenn man zumindest, sage ich mal, es medial verfolgt hat, nicht immer ganz friktionsfrei. Ich habe ihn das letzte Mal persönlich bei unserem Kärntner Treffen gemeinsam mit Peter Kaiser gesehen. Das war ein sehr, sehr gutes, ein konstruktives und ich glaube auch ein wichtiges Treffen und Gespräch, das ich mit ihm dort hatte. Dann sind wir alle in unsere wohlverdiente Urlaubspause gegangen. Er war ja, glaube ich, bis vor kurzem auf Urlaub. Und wir werden uns wahrscheinlich im Herbst demnächst irgendwo wieder austauschen. Das wird sich ergeben. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis jetzt mit ihm. Und ich glaube, es war ein ganz wichtiger Schritt, den wir aufeinander zugemacht haben. Weil eines ist ja klar, und das ist ihm klar, und das ist mir klar, und das ist sehr vielen in unserer politischen Bewegung klar, wenn wir glaubwürdig sein wollen, und es muss uns um eine glaubwürdige SPÖ gehen, wenn wir Vertrauen gewinnen wollen, wenn wir Umfragen und natürlich auch Wahlen gewinnen wollen, dann geht es nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Jetzt haben Sie selber gerade die Umfragen angesprochen. Da gibt es halt hinter den Kulissen viele Rote, die sagen, wie kann es das geben, dass die Regierung streitet, die Pandemie nimmt wieder an Fahrt auf und die SPÖ kommt nicht vom Fleck, also dümpelt irgendwo bei, je nach Umfrage, 21-23% herum. Wie erklären Sie sich das selber? Na, da müssen wir schon ein bisschen genauer in diese Umfrageentwicklung der letzten 12, vielleicht sogar 1,5 Jahre hineinschauen. Die Situation der SPÖ war vor 2 Jahren gar keine gute. Da waren die Umfragen, da gebe ich Ihnen recht, wirklich sehr, sehr schlecht, teilweise unter 20%, bei 16% am Tiefstand. Und es ist uns gemeinsam gelungen, in diesen letzten 2 Jahren die Partei zu stabilisieren, Ruhe hineinzubringen und auch Vertrauen dazu zu gewinnen. Und es ist uns vor allem dann gut gelungen, wenn wir mit einer Stimme nach außen gesprochen haben, wenn wir einer Meinung waren, wenn es keine Querschüsse gegeben hat. Und das haben wir doch in den letzten, im Frühjahr vor allem, haben wir das gesehen, wie wir dann doch sehr, sehr hohe Umfragen im Vergleich vor 2 Jahren hatten, bei 25%. Das heißt, wir hatten fast 10% zugelegt an Vertrauen, weit über unserem Nationalratswahlergebnis. Und das zeigt, wenn wir als geschlossene Partei geeint auftreten, dass es uns auch gelingt, wieder Vertrauen zu gewinnen und Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und ich glaube, da brauchen wir alle ein bisschen mehr Gelassenheit in der SPÖ auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir uns alle auch am Riemen reißen. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Disziplin. Und entweder man will gewinnen oder man will nicht. Also muss ich da noch einmal nachhaken, glauben Sie wirklich, dass das gelingen wird? Ja. Also Sie glauben auch wirklich, dass dieses Gespräch mit Hans-Peter Doskozil ausgereicht hat, dass ihr euch jetzt gut vertragt? Also ich glaube, eine politische Familie ist ja wie eine normale Familie. Da gibt es aber auch Feindschaften. Ich glaube, da haben wir alle uns, jeder hat eine Familie und genau. Und jeder weiß, wie Familien manchmal besser und manchmal schlechter funktionieren. Und ich rede da auch aus meiner eigenen Erfahrung, da rede ich nicht nur von der Kernfamilie, das ist ja oft eine sehr breite und große. Das ist ja ein Zufall, dass man in eine Familie gemeinsam auch zum Teil geboren wird. Und da ist es nicht immer friktionsfrei. Natürlich gibt es da Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt zumindest in den meisten Fällen, sowohl bei den echten Familien als auch bei den politischen Bewegungen, eine gemeinsame Klammer. Und das ist wichtig. Wofür stehen wir alle gemeinsam? Wofür kämpfen wir alle? Warum sind wir alle in die Politik gegangen? Und das eint uns. Und das sind die Grundwerte der Sozialdemokratie, dass wir alle sagen, es geht uns allen um mehr soziale Gerechtigkeit, gerade in dieser Zeit, wenn es um die Frage geht, wer zahlt die Kosten für diese Krise. Es geht uns
darum, dass wir sagen, die Politik darf die Menschen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, sondern muss dort, wo mehr Chancen benötigt werden, mehr Unterstützung benötigt werden, hinschauen und unterstützen und helfen, Chancen und Möglichkeiten aufmachen für die Menschen und die Lebensbedingungen verbessern. So wie sie meine verbessert haben, als ich ganz klein war, mit einer jungen, alleinerziehenden Mutter im 10. Bezirk. Ich hätte dieses Leben nicht gehabt, das ich mir gewünscht habe, und ich konnte es zum Glück verwirklichen, ohne meine Mutter, ohne die Großeltern, aber vor allem ohne sozialdemokratische Politik in den 70er, 80er Jahren. Durch die gute Wohnung im Gemeindebau, durch die öffentliche Bildung in den Volksschulen, im Kindergarten, an den Universitäten. Die Politik hat mir meine Freiheit gegeben, aus meinem Leben das zu machen, was ich will. Und darum geht es uns gemeinsam. Dem Hans-Peter Doskozil geht es um die soziale Gerechtigkeit, dem Peter Kaiser, dem Michael Ludwig, den Schorsch Donauer und wen immer Sie noch fragen wollen, dass wir manchmal zu Detailthemen ein bisschen andere Zugänge haben. Das ist wie in jeder anderen Familie. Aber apropos Familie, da gibt es alle möglichen Familienmitglieder aus Ihrer SPÖ-Familie, die immer wieder in den Medien kolportiert werden als mögliche Nachfolger von Ihnen, von Peter Hanke in Wien, über den Hans-Peter Doskozil. Das macht ja nicht die SPÖ. Die Gerüchte kommen ja meistens von irgendwo. Und ich denke mir schon, dass das dann öfters auch aus der SPÖ kommt. Aber haben Sie das Gefühl, dass es Teile in der Partei gibt, die nicht mehr hinter Ihnen stehen, die sich jemand anderen an der Spitze wünschen würden? Also die Frage ist, habe ich das Gefühl noch der notwendigen Unterstützung, um weiterarbeiten zu können? Und da kann ich Ihnen sagen, dass ich das Gefühl jedenfalls habe. Also ich, nicht nur, dass ich auch ein, auch wenn man sagen will, 75% ist vielleicht nicht viel, aber es ist immerhin 3/4 der Delegierten, die mich hier gewählt haben. Ich habe als einzige Parteivorsitzende in 130 Jahren eine Vertrauensfrage an 150.000 Mitglieder gestellt. Soll ich weiter die SPÖ führen? Das hat vorher sich niemand getraut. Nein, apropos, warum Mut und konsequent Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen? Also ich habe mich dem gestellt. Und auch da haben mir mehr als 70% der Mitglieder gesagt, das hat es vorher noch nicht gegeben, dass sie wollen, dass ich an der Parteispitze bleibe. Und das ist das, was ich auch tagtäglich mitkriege. Ich war jetzt ganz viel in den Bundesländern unterwegs, in Kärnten, in Wien, in der Steiermark, in Tirol, in Oberösterreich. Und ich kriege dort ganz viel Zuspruch. Natürlich, da rede ich noch gar nicht von den vielen Zusendungen per Mail und WhatsApp und all diese Dinge. Also der überwiegende Teil, und das ist das, womit ich arbeiten muss, der steht hinter mir in der Partei, und das ist das Entscheidende. Also ich kann jetzt immer schauen, wer steht nicht hinter mir, aber das bringt mich nicht weiter. Aber wenn, sagen wir, der Hans-Peter Doskozil oder wer auch immer von der Familie zu Ihnen käme und sagen würde, ich will aber jetzt der Spitzenkandidat werden. Dann hätte er das machen können. Dann hätte er da Ende Juni die große Möglichkeit dazu gehabt. Wir haben alle 3 Jahre einen Parteitag, so wie andere Parteien auch. Und dort besteht die Möglichkeit, übrigens für jeden, auch Sie könnten sich bewerben als SPÖ-Parteivorsitzender, man muss nicht einmal jetzt eine Funktion haben und Funktionär sein. Man kann sagen, ich möchte antreten. Also die Möglichkeit hätte jeder und jede gehabt. Es hat sich niemand gemeldet. Das heißt aber im Umkehrschluss, Sie werden in die nächste Wahl als Spitzenkandidatin gehen. Das ist das, was ich vorhabe. Und wann soll diese nächste Wahl sein, Ihrer Meinung nach? Soll es Neuwahlen geben, jetzt Ihrer Meinung nach jetzt schon? Oder soll sie planmäßig, ich glaube in 3 Jahren wäre das dann erst der Fall? 2024 ist die nächste geplante Nationalratswahl. Aus meiner Sicht gibt es jetzt derzeit keine akuten Anzeichen, dass es demnächst Neuwahlen gibt. Dazu verstehen sich jetzt, also das muss man so oder so sehen, aber dazu gibt es jetzt aus grüner und aus türkiser Sicht jetzt keine großen Begehren, in diese Richtung zu gehen. Und an den beiden hängt es ja. Es hängt ja an den Koalitionsparteien. Wenn einer der beiden Koalitionspartner sagt, mir reicht's, dann wird es Neuwahlen geben. Da haben wir nicht viel mitzureden. Aber ich gebe Ihnen recht, man hat schon oft den Eindruck, dass es nicht so harmonisch zugeht in dieser Koalition. Das liest man so alle paar Tage auch in den Medien und in den Zeitungen.
Und das wäre dann, wenn die Grünen irgendwann sagen, sie wollen ihre Murmeltierrolle in dieser Koalition aufgeben, dann wäre tatsächlich dieser Zeitpunkt gegeben. Es schaut aber, glaube ich, nicht so aus, dass das der Fall ist. Sie werden weitere Murmeltierrolle behalten, die ist jetzt gut geübt und eingespielt. Aber wenn es so wäre, wären es übrigens die dritten Neuwahlen in 4 Jahren, die unter Sebastian Kurz in diesem Land passieren. Stabilität schaut anders aus. Schwierig für Murmeltiere könnte es werden, wenn es im Herbst wirklich zu kalt wird. Oder was? Sehr kalt wird, aber im juristischen Sinn, nämlich falls es wirklich zu einer Anklage gegen Sebastian Kurz kommen würde. Welche Position haben Sie da? Wenn er wirklich angeklagt wird, was sollte dann passieren? Ja, ich bin der Meinung, und das ist übrigens Meinung seit Jahrzehnten bei uns in der SPÖ, wenn ein führendes Regierungsmitglied oder sei es jetzt auf Bundesebene oder auf Landesebene angeklagt wird, dann ist das ein Grund für einen Rücktritt. Weil Regierungsbank und Anklagebank, das geht sich aus meiner Sicht nicht gut aus, nämlich aus Sicht des Landes. Nicht? Das Land muss ja weiter gut geführt werden, gerade wenn wir in so einer Krise noch stecken wie der Corona-Krise, einer Jahrhundertpandemie, dann braucht es einen voll handlungsfähigen Regierungschef. Das wäre ein angeklagter Bundeskanzler aus meiner Sicht nicht. Und er sollte nämlich von sich heraus eigentlich diese Überlegung anstellen und sagen, im Sinne des Landes werde ich im Fall einer Anklage sagen, ich trete zurück und überlasse jemand, der die Hände hier frei hat, die Regierungsgeschäfte. Auch im internationalen Ansehen wäre es übrigens einzigartig. Es gibt in Europa keinen Regierungschef, der derzeit angeklagt ist und gleichzeitig Regierungschef bleibt. Also das ist eine rote Linie für mich. Und ich würde es übrigens genauso handhaben, wenn ich Regierungschefin wäre und angeklagt worden würde. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Die aktuelle Afghanistan-Krise und die Aufnahme von Flüchtlingen spaltet nicht nur die Koalition. Auch in Ihrer Partei gibt es da scheinbar unterschiedliche Linien dazu. Was ist denn da jetzt die aktuelle Linie? Soll Österreich Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen? Das haben Sie jetzt mehrfach gefordert. Oder nicht, wie es Hans-Peter Doskozil anscheinend und dessen Fraktion vertritt? Na, da habe ich ihn jetzt aber anders verstanden in seinem letzten Sommergespräch von gestern. Aber wie auch immer, was ist die Linie, die ich habe? Und das habe ich schon ganz klar gemacht, nicht? Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass Österreich die Welt rettet. Und Österreich wird auch nicht 40 Millionen Afghaninnen und Afghanen retten können. Auch wenn ich das gerne wollte und viele tausende Österreicher diesen emotionalen Wunsch verspüren. Aber man muss ja das tun, was faktisch möglich ist und was faktisch Sinn macht und auch das, was Expertinnen und Experten für machbar halten. Und da sehe ich jetzt ganz dringend als erstes die Notwendigkeit und unsere höchste Verpflichtung in Österreich, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Afghanistan rauszuholen. Wir haben am Montag einen außenpolitischen Rat mit Minister Schallenberg gehabt und er hat uns berichtet, es sind noch österreichische Staatsbürger in Afghanistan. Die werden über die nächsten Wochen hoffentlich alle außer Landes gebracht. Zweitens, dann geht es um die Gruppe der Verbündeten. Das sind Ortskräfte, die jetzt Jahre, Jahrzehnte vielleicht mit der NATO, mit der EU gearbeitet haben, mit uns gemeinsam gearbeitet haben. Die darf man natürlich jetzt auch nicht im Stich lassen. Die sind auch besonders verfolgt. Und dann gibt es noch mal eine Gruppe von Afghanen und Afghaninnen, vor allem Frauen, die jetzt durch ihre politische Tätigkeit in den letzten Jahren besonders, sagen wir, Gefahr laufen, von den Taliban jetzt verfolgt zu werden und wirklich auch mit dem Tod bedroht zu sein. Das sind vor allem Leute, die im Bereich der Justiz gearbeitet haben, die als Richterinnen Taliban verurteilt haben zum Beispiel. Die stehen als erstes auf diesen Listen. Aber auch Menschen und Frauen, die sich für Menschen- und Frauenrechte eingesetzt haben. Das heißt, die haben für uns, mit uns, sich eingesetzt für für Demokratieaufbau in Afghanistan. Das sind gebildete Akademikerinnen und Akademiker, vor allem Frauen. Und die sind jetzt wirklich akut verfolgt. Zum Beispiel 300 Richterinnen. Man darf die nicht im Stich lassen. Die haben uns vertraut in den letzten 20 Jahren. Und das ist eine Handvoll Menschen, die akut bedroht sind. Und Angela Merkel, Deutschland, sogar die AfD in Deutschland, die rechte AfD, hat gesagt, wir müssen diese verbündeten Menschen, die jetzt in akuter Gefahr sind, aus Afghanistan nach Europa bringen. Und ich bin derselben Meinung, ist übrigens auch der Wiener Bürgermeister, dass wir die nicht im Stich lassen dürfen. Gleichzeitig
gibt es Tausende, wahrscheinlich mittelfristig sogar Zehn- oder Hunderttausende Afghaninnen und Afghanen, die flüchten werden. Und für diese Situation müssen wir sichere Schutzzonen nicht weit weg von Afghanistan, sondern in der Nähe Afghanistans, in den Nachbarländern schaffen. Aber bitte mit UNO und mit EU-Mandat und der Menschenrechtsstandards UNHCR wäre hier prädestiniert, damit diese Leute gut dort versorgt sind, ein gutes Essen haben, gute Hygiene haben, medizinisch gut versorgt sind und die Kinder dort auch Schulausbildung haben in diesen Schutzzonen. Weil, und das sagen alle Experten, die Leute, die Menschen, die flüchten müssen, haben nur einen Wunsch: so rasch wie möglich wieder nach Hause zu kommen, in ihre Heimat, in ihre Kultur, zu ihren Familien. Das heißt, die wollen einmal abwarten. Die wollen nicht 5000 Kilometer nach Europa gehen, durch Wüsten, durch Mittelmeere, durch Schlauchboote mit kriminellen Schleppern und Leib und Leben riskieren. Die wollen einmal schauen, ob sich die Lage beruhigt. Ich kann das nachvollziehen. Und das ist eine wirkliche Expertensicht. Und deswegen ist es wichtig, die Fehler von 2015 nicht wiederholen, wo man damals nicht dafür gesorgt hat, dass es diese Schutzzonen gibt und alle Menschen sich auf den Weg gemacht haben. Und ich glaube, es sollte sich zum Beispiel diese Tragödie wie Pandorf aus 2015, das darf sich nicht mehr wiederholen. Wir dürfen diese Bilder nicht vergessen. Ein Thema, das natürlich in dem Kontext sehr emotional diskutiert wurde und wird, ist Abschiebungen. Jetzt ist mittlerweile fast jedem klar, dass man nicht mehr nach Afghanistan abschieben kann. Aber wie soll es da weitergehen? Was ist da die Position der SPÖ? Na, ich war da ganz klar, und das hat offenbar viele überrascht, auch in Österreich, dass ich gesagt habe, jemand, der in Österreich Asyl beantragt und Asyl will, und gleichzeitig sich aber nicht an unsere Regeln hält, nicht an unsere Gesetze hält, straffällig wird, sogar verurteilt wird, der hat keine Minute länger in unserem Land ein Aufenthaltsrecht zu haben. Der muss abgeschoben werden. Der mutmaßliche Mörder dieses schrecklichen Mädchenmords in der Donaustadt in Wien, der war zweimal verurteilt. Warum war dieser Mann nicht schon längst abgeschoben? Der hat aus meiner Sicht sein Recht, in Österreich zu sein und Asyl zu bekommen, komplett verwirkt. Und dasselbe frage ich mich jetzt schon auf einen Herrn Nehammer, der groß sagt, abschieben, abschieben, während die ganze Welt schon feststellt, dass kein einziger Flieger mehr in Kabul am Flughafen landen kann. Aber er ruft noch Abschiebung. Aber während es monatelang möglich war, noch abzuschieben, hat er es nicht getan. Und daher sage ich, jemand, der sich nicht hält an unsere Regeln, hat abgeschoben zu werden. Aber jetzt bei Afghanistan muss man faktisch einfach sagen, es ist, wie es ist. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Das ist eine bittere Erkenntnis. Aber man kann derzeit aufgrund der Sicherheitslage natürlich nicht nach Afghanistan abschieben. Und deswegen ist das nicht möglich. Aber wenn Sie sagen, derzeit kann man nicht nach Afghanistan abschieben, da gibt es den Vorschlag der ÖVP, der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer ist als erster damit vorgeprescht, eine Sicherungshaft einzuführen, unter anderem für Afghanen, die nicht abgeschoben werden können. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig war vergangene Woche bei Isabel Daniel zu Gast und hat gesagt, man sollte zumindest darüber nachdenken, ob man mit der Regierung über das verhandelt. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit dazu. Wären Sie bereit, mit der Regierung in Verhandlungen zu treten über so eine Sicherungshaft? Wenn ich weiß, was am Tisch gelegt wird. Bisher, und wir diskutieren dieses Thema nicht zum ersten Mal, Herr Fellner. Schon unter Schwarz-Blau 2 wurde dieses Thema mit anderem Titel diskutiert. Damals hat man von der Präventivhaft gesprochen. Es ist im Endeffekt, glaube ich, wird dasselbe gemeint. Aber seit dieser Diskussion bis heute hat die ÖVP keinen Vorschlag, wie das überhaupt funktionieren soll, auf den Tisch gelegt. Und ich sage, ich diskutiere dann, ja, da bin ich völlig bei Michael Ludwig, dann, wenn etwas auf dem Tisch liegt, ich mir anschauen kann, was ist der Vorschlag, und dann kann ich darüber reden und ihn beurteilen. Ich werde keine Gespräche verweigern aufgrund einer Überschrift. Kommen wir zu was anderem. Also wirklich niemand, den ich kenne, auch in der politischen Konkurrenz, bezweifelt Ihre Expertise in Gesundheitsfragen. Sie sind Ärztin, Sie haben in dem Bereich gearbeitet. Was man immer wieder hört, ist aber, wie glaubwürdig und wie gut kann Sie eigentlich sozialdemokratische Kernthemen, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik überhaupt transportieren? Da haben Ihre eigenen Genossen, Familienmitglieder in der SPÖ offenbar immer wieder Zweifel.
Ich finde das ganz spannend, dass man das bei anderen Politikern nicht hinterfragt. Ich meine, fragt man sich beim Sebastian Kurz, ich weiß nicht, wo sein Spezialgebiet ist, aber wie sehr er fachlich, sachlich die Themen Wirtschaft, die ja eigentlich das wichtigste Thema der ÖVP sein sollte, vertreten kann, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik. Man hat es auch bei anderen SPÖ-Vorsitzenden nicht hinterfragt. Ich meine, mein von mir so geschätzter Franz Franitzky, Kanzler, sehr anerkannter Bundeskanzler, war Banker, hat natürlich ganz viel Wissen im Bereich des Bankenwesens und Finanz mitgebracht, ganz wichtig. Aber man hat ihm nie vorgeworfen, dass er im Bereich der Gesundheits- oder Sozialpolitik vielleicht nicht diese Expertise hat. Es bringt jeder und jede das mit, was sie als Expertise mitzubringen hat. Und im Übrigen habe ich mich in allen Gebieten bisher ganz stark natürlich auch eingebracht und stehe auch nicht an, über sozialpolitische Themen zu reden, die mir genauso wichtig sind, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, höhere Löhne, bessere Pflege. Die Pflege ist ein Riesenproblem. Ja, gut, das kann man wieder sagen, das ist gesundheitsnah, da kennt er sich halt wieder aus. Das ist ja alles lächerlich. Ja. Also wer sagt, weil ich Ärztin bin, dass ich nicht nur über medizinische Dinge reden kann? Ja, das ist meine Expertise und mit der werde ich jetzt auch nicht hinterm Berg halten. Aber dann bleiben wir vielleicht gleich dabei. Jetzt wird aktuell sehr viel diskutiert über das Arbeitslosengeld. Die ÖVP, beziehungsweise der ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher hat gesagt, er will da im Herbst mit allen zuständigen Sozialpartnern reden und will dann ein neues Modell vorlegen, voraussichtlich ein degressives Modell. Also soll am Anfang etwas höher sein, das Arbeitslosengeld, dann soll es aber immer weiter nach unten gehen. Also wenn man langzeitarbeitslos ist, bekommt man dann auf Dauer weniger wahrscheinlich als jetzt. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Also weniger als jetzt halte ich einmal für inakzeptabel. Und im Weiteren, glaube ich, muss man die Vorschläge abwarten, die auf den Tisch gelegt werden. Also ich habe gestern ein Interview mit ihm verfolgt und er macht das, was er bei allen Interviews sagt. Wir müssen uns das anschauen, wir müssen diskutieren und der nächste Arbeitskreis steht morgen an. Also ich meine, Entschuldigung, wir haben 1,5 Jahre Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise. Jetzt hat sich die Wirtschaft zum Glück etwas erholt, aber eines hat sich nicht erholt, nämlich die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die hat sich um 50% erhöht auf 130.000 Menschen, die mehr als ein Jahr keinen Job finden in Österreich. Und jetzt zu sagen, ich setze die Daumenschraube an und erhöhe den Druck und drohe mit noch geringeren Arbeitslosengeld und Streichung der Zuverdienstgrenze, dann frage ich mich schon, wo das hinführen soll, weil die kriegen ja einfach nichts, auch wenn der Druck tausendfach erhöht wird, bekommen diese Menschen ja trotzdem nicht mehr Angebote, außer die Politik wird endlich ein bisschen mehr tätig und überlegt sich kluge Beschäftigungskonzepte. Zum Beispiel gibt es viele Beispiele. Eines von uns vorgeschlagene ist die Jobaktion 40.000. Um gezielt Menschen, die sehr schwer haben, am Arbeitsmarkt einen Job zu finden, meistens über 50-jährige Frauen im Übrigen, die Gefahr laufen, in die Armutsspirale zu kommen im Laufe der Arbeitslosigkeit, dass man gezielt die in öffentliche Beschäftigung bringt, in neue Projekte, um ihnen wieder ein Gehalt zu geben, um sie in ihren Perspektive, Hoffnung und Selbstwertgefühl ihnen wiederzugeben. Und das macht die Bundesregierung nicht. Stattdessen diskutiert sie diesen Menschen, das letzte Stück Würde zu nehmen. Und ich halte das wirklich für zynisch. Also ja, wir müssen schauen, dass Menschen in Beschäftigung kommen, aber da muss die Regierung sich mehr einfallen lassen, als irgendwelche Daumenschrauben anzusetzen und einfach nur die Horten zu spülen. Das ist die Strategie. Aber auch die Aktion 40.000 wird angesichts, Sie haben die Wirtschaftskrise angesprochen, der doch steigenden auch Langzeitarbeitslosigkeit nicht ausreichen. Was würden Sie sonst dagegen machen? Also was wären Ihre konkreten Pläne gegen die Langzeitarbeitslosigkeit? Ja, wir müssen eines verhindern, die es nicht schaffen, die dürfen nicht in die Armutsfalle rutschen. Wir müssen die Vergrößerung der Armut, das Wachstum von Armut in Österreich mit allem, was wir haben in der Politik verhindern. Das heißt, wir sind Schlusslicht, was das Arbeitslosengeld betrifft. Das sollte erhöht werden auf 70% der Nettoersatzrate des letzten Einkommens. Das wäre ein wichtiger Schritt. Und im Zweiten sage ich auch Umschulungsprogramme. Ich habe sehr viele Arbeitslose in den letzten Monaten getroffen, die von einem Tag zum anderen auch ihren Job verloren haben, bei Fluglinien, in der Gastronomie. Und die haben mir einen Wunsch geäußert, nämlich, dass sie interessiert werden, den Pflegeberuf zu ergreifen.
Jetzt wissen wir, 100.000 Menschen, Pflegekräfte fehlen uns in den nächsten 10 Jahren. Das sind 10.000 pro Jahr. Gleichzeitig haben wir über 300.000 Arbeitslose. Da muss man doch sagen, diesen Arbeitslosen muss ich auch den roten Teppich ausrollen und Angebote machen. Wollt ihr nicht Pflegekräfte werden? Und ich habe plädiert dafür für einen Umstiegs- und Umschulungsbonus von 500 Euro zusätzlich zum Arbeitslosengeld, um ihnen das Angebot zu machen, eine Pflegeausbildung in der Arbeitslosigkeit zu machen, damit wir mehr Pflegekräfte bekommen. Ich habe auch gesagt, dass wir bei Neuanfängern zum Beispiel den Pflegeschülerinnen und Schülern ein Gehalt zahlen sollen, um dort auch mehr Pflegekräfte zu bekommen. Und ich glaube, da wäre uns allein mit dem 500-Euro Umschulungsbonus, hätten wir im Jahr, selbst wenn nur einer von 100 Arbeitslosen dieses Umschulungsangebot annimmt, wären das 5.000 neue Pflegekräfte im Jahr. Damit hätten wir schon den halben Bedarf gedeckt, den wir brauchen, um genügend Pflegekräfte bis 2030 zu haben. Frau Rendi-Wagner, am Abschluss dieser ersten Runde stellen wir allen Parteichefs immer die gleiche Frage. Wenn Sie mit den anderen Parteichefs auf Urlaub fahren müssten, Betonung auf müssten, und einen einzigen dürfen Sie aber hier lassen. Wer wäre das? Ach so, ja. Den muss man hier lassen. Einen. Nein, also, einen darf man. Ich denke mir, wissen Sie, während dem Jahr, ich sehe die ganzen Kollegen der anderen Parteien ja teilweise mehr als meine eigene Familie. Also ich glaube, im Urlaub muss es wirklich gestattet sein, dass man da keinen einzigen mitnimmt und trifft. Also ich wünsche mir das nicht. Jeden Urlaub wünsche ich, dass ich keine Politikerinnen und Politiker treffe. Und geht deswegen weit am Berg rauf oder irgendwo ganz abgelegen. Da ist die Gefahr, dass Sie den Kickl treffen am Berg. Das oder? Stimmt, aber der ist so extrem Sportler, da kann ich nicht mithalten. Ich bin da eher gemütlich am Berg unterwegs. Aber ich würde mir wirklich wünschen, gar niemand mitnehmen zu müssen. Bitte zwingen Sie mich nicht. Und als letzte Frage, und wenn Sie einen der anderen Parteichefs ein Auto abkaufen müssten, wem würden Sie es am ehesten abkaufen? Ich glaube, einige haben vielleicht gar keins. Ich würde es am ehesten der Beate Meindl-Reisinger abkaufen, weil ich davon ausgehe, die hat eine Familie, die hat auch viele Kinder. Ich habe noch einen Hund statt dem dritten Kind. Die hat sicher ein großes, geräumiges Auto. Das wird für mich auch passen. Sie hat sie auch genannt, glaube ich. Ja? Ach so, also, okay. Können Sie vielleicht Autos tauschen? Naja, wenn es notwendig ist, ja. Gut, vielen Dank. Das war unsere erste Runde. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause und geht es gleich weiter mit 4 Bürgerinnen und Bürgern, die gleich kommen werden und die dann ihre Fragen an Pamela Rendi-Wagner stellen werden zu spannenden Themen. Natürlich Corona und die Pandemie ist ein großes Thema, aber auch Klima, auch unsere Schulen und Universitäten. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause. Sommergespräche auf OE24TV. Heute zu Gast Pamela Rendi-Wagner. Die Parteichefin der SPÖ stellt sich den Fragen von Niki Fellner, Isabel Daniel und Bürgern, die einiges wissen wollen. Jetzt Sommergespräche auf OE24TV. Ja, wir kommen zurück zum Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner. Wir haben schon eine erste spannende Runde gehabt mit vielen spannenden Ansagen. Schönen guten Abend noch einmal. Schönen guten Abend. Und ich habe jetzt Verstärkung ins Studio geholt, und zwar 4 Bürgerinnen und Bürger. Ich darf begrüßen Miriam Hohl, sie ist Klimaaktivistin aus Wien. Hallo. Ja. Dann haben wir den Julian Weidinger, er ist Student, ebenfalls aus Wien. Hallo. Hallo. Frau Vera Tüchler ist Justizwachebeamtin aus Oberösterreich. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und dann noch Julia Hufnagel, Humanenergetikerin aus Niederösterreich. Hallo. Hi. Ja, die letzten Tage oder bei den letzten Sommergesprächen gab es immer den Vorwurf, dass das Klima als letztes dran gekommen ist. Diesmal drehen wir es um. Wir beginnen diesmal mit dem Klima. Frau Weidinger, dazu haben Sie 2 Fragen vorbereitet, glaube ich. Ja, meine erste Frage bezieht sich auf den Zusammenhang von Klimagerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Es ist ja so, dass diese 2 Dinge sehr eng miteinander verknüpft sind. In Österreich wird zum Beispiel die Auswirkungen der Klimakrise vor allem Menschen aus sozial ärmeren Schichten treffen, die zum Beispiel in dicht bebauten, wenig begrünten, heißen Innenstadtgebieten leben oder sich sonst nur schwer gegen die Klimakrise schützen können. Die SPÖ erkennt das auch in ihrem Parteiprogramm an, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Tatsächlich ist es aber so, dass Klimagerechtigkeit der einzige Weg ist, wie wir langfristig soziale Gerechtigkeit sichern können. Warum ist Klimagerechtigkeit also nicht längst Priorität Nummer 1 der SPÖ? Also ich finde genau die Einleitung so richtig, die Sie da schon aufwerfen, nämlich, dass Klimagerechtigkeit und Klimaschutz eine zutiefst soziale Frage ist, weil es eine Gruppe in unserer Bevölkerung noch viel stärker trifft, wenn es zu Hitze und dergleichen als Folge von Klimawandel kommt, wegen der exponierten Wohnsituation und auch wegen der exponierten Arbeitssituation. Nicht? Das sind ja oft die sozial Benachteiligten, die schwere physische Arbeit am Bau machen müssen. Und wenn es 30, 40 Grad nur mehr hat, dann ist das auch eine schwierige Sache. Und ich als Medizinerin weiß, dass es mehr Hitzetote natürlich in gewissen Gruppen gibt, wo das genau so verteilt ist. Deswegen ist es ein ganz großes sozialdemokratisches Anliegen, natürlich auch in diesem Bereich gegenzusteuern, politisch gegenzusteuern. Und wir haben deswegen, und Sie haben recht, das ist heuer erstmals sicher das größte Konzept und Programm, das wir gegen den Klimawandel auf den Tisch gelegt haben. Aber wir haben gesagt, es braucht zwei wichtige Aspekte, die berücksichtigt sind. Und der eine ist wieder der soziale Aspekt des Klimaschutzes. Was nämlich nicht passieren darf, ist, dass Klimaschutz am Rücken der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird, dass es nämlich wieder die sozial Benachteiligten am stärksten trifft. Ja. Stichwort auch, wer zahlt den ganzen ökologischen Strukturwandel, der ja notwendig ist, Stichwort Energiewende, der Austausch der Öl- und Gasheizungen, der Ausbau der Photovoltaik, der Windräder, der Stromnetze, die ausgebaut werden müssen um 11 Milliarden Euro. Bei wem bleiben diese Kosten am Ende hängen? Und eines darf nicht sein, und da haben wir als Einzige wirklich eine Antwort als SPÖ, das darf nicht sein, dass das die Stromzahlerinnen und Stromzahler, die Haushalte zahlen am Ende, oder die Autopendlerinnen und Pendler, eine alleinerziehende Pendlerin im Waldviertel, die keine Alternative, weil kein Zug da ist, hat, um umzusteigen, wenn die CO2-Steuer eingeführt werden würde, die wäre extrem benachteiligt. Und wir sagen, ja, Klimaschutz ja, Strukturwandel ja, Energiewende ja, und zwar jetzt zügig, aber flott, weil wir wollen -55% CO2 bis 2030, das ist in 9 Jahren, das sind noch 9 Sommergespräche, das ist sehr schnell. Und da braucht es jetzt endlich Konzepte, wie diese finanzielle Rückverteilung, die sozial gerecht ist, wieder an die, die es nicht zahlen sollen, weil die eh schon genug zahlen und zu wenig haben, erfolgen kann. Und wir haben Vorschläge mit einem Ökobonus Plus gemacht, wie man genau die großen Klimakosten wieder denen zurückzahlt, die jetzt besonders benachteiligt wären. Und man muss Beschäftigungsaspekte bedenken, weil ich sage, die Windräder, das sind 600 Windräder, die zusätzlich über die nächsten 10 Jahre in Österreich aufgestellt werden müssen, damit die Klimawende, also die Energiewende gelingt. Wer soll die aufstellen? Die Arbeitskräfte, 20.000 Menschen fehlen. Wer soll den Netzausbau, der notwendig ist, um 11 Milliarden Euro machen? Dazu fehlen 70.000 Menschen, Bauleute, Elektrotechniker und so weiter, die hier Ingenieure, die verantwortlich sind. 70.000 fehlen, die gibt es noch gar nicht. Und es fehlen 10.000 Leute, die im Bereich der Photovoltaik hier oder Austausch der Öl- und Gasheizungen tätig sind. Und das wollen wir. Wir wollen keine Lippenbekenntnisse, wir wollen keine Showpolitik im Bereich der Klimapolitik, sondern ausgereifte Konzepte, wie es geht, wie kriegen wir die Arbeitskräfte und wie kann es sozial gerecht funktionieren. Sie haben, glaube ich, noch eine zweite Frage, die dreht sich um den Lobautunnel. Da waren Sie, glaube ich, sogar Teil dieser Besetzung da vor ein paar Tagen, oder? Das hängt auch sehr eng damit zusammen, zu sagen jetzt, die SPÖ will keine Lippenbekenntnisse. Gleichzeitig setzt aber gerade die SPÖ auch immer noch Projekte um, die mit Klimagerechtigkeit gar nicht vereinbar sind. Es wird jetzt in Wien zum Beispiel die Stadtstraße gebaut unter der SPÖ Wien. Ein Teilabschnitt der Lobauautobahn, die ohnehin schon viel zu hohen Verkehrsemissionen in Österreich weiter erhöhen wird. Und das trifft zum Beispiel auch wieder mal die sozial benachteiligteren Personen, weil es auch den Verkehr in Wien erhöhen wird. Und am Gürtel zum Beispiel leben hauptsächlich sozial benachteiligte Menschen, die dann von hoher Verkehrsbelastung betroffen sind. Was sagen Sie dazu? Also ich bin vollkommen der Meinung, dass man jetzt jedes neue Straßenbauprojekt, das jetzt geplant wird, ganz streng einem Klimacheck unterziehen muss und genau diese Aspekte, die Sie jetzt auch anhand spezifischer Bauprojekte genannt haben, berücksichtigen muss.
Ich finde es nur ganz schwer, wenn man große Bauprojekte, die 20 Jahre zurückdatieren, die sind im Parlament beschlossen, die sind im Wiener Landtag bereits beschlossen und eine Vielzahl von anderen Projekten nach Sicht sind, nämlich vor allem Stadtplanungsprojekte, nämlich wo wird was gebaut werden entlang der neuen Nordostumfahrung, jetzt Stichwort Lobautunnel. Das sind riesige Planungsvorhaben, die die letzten 20 Jahre beschlossen, die Finanzierung beschlossen wurde. Und im Übrigen, der Lobautunnel beruht auf einem ökologischen Gutachten der grünen Stadträtin Vasilakos aus dem Jahr 2017. Also ich wäre vorsichtig, und ich habe auch lang mit der Ministerin Gewesseler dazu gesprochen, dass man jetzt an einem Projekt den Klimaschutz gegen solche Infrastrukturprojekte, an Einzelprojekten ausspielt. Das darf nicht passieren, weil eins ist auch klar, mit Einzelmaßnahmen werden wir die Klimawende gemeinsam nicht schaffen. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, kommen wir zu Frau Hufnagel. Sie sind, wie gesagt, Humanenergetikerin und Sie interessieren sich vor allem auch für das Thema der Impfung und Sie sehen diese Impfung skeptisch und haben dazu, glaube ich, auch eine Frage an Pamela Rendi-Wagner. Ja, wenn ich darf, hole ich kurz ein bisschen aus, weil vielleicht der Begriff der Humanenergetik noch nicht für alle ganz geläufig ist. Humanenergetiker beschäftigen sich in erster Linie mit diversen Methoden und auch Techniken, um den Energiefluss im Körper ins Gleichgewicht zu bekommen, somit den Körper auch zu harmonisieren, um somit im Endeffekt Blockaden zu lösen und im Bestfall auch Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Jetzt ist es so, dass ich persönlich den Vorteil bei der Impfung aktuell noch nicht erkannt habe, weil ich es als meine Hauptaufgabe sehe, mich in erster Linie darauf zu konzentrieren, die Ursachen zu bekämpfen und keine Problembeseitigung zu machen oder Symptombeseitigung zu machen. Und ich empfinde laut der Informationen, die wir aktuell bekommen haben, eine Impfung mehr als Symptombeseitigung und nicht als Ursachenbekämpfung. Insofern wäre meine Frage, wie kann man aktuell eine Corona-Impfung ruhigen Gewissens empfehlen, vielleicht sogar auch verpflichtend machen, obwohl es noch überhaupt keine Studien bezüglich Langzeitschäden gibt? Also Sie haben ein spannendes Thema aufgeworfen, das wir in der ersten Runde nämlich auch schon besprochen haben. Information, nicht? Anhand der Information, die wir haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer sagen müssen, reicht die Information eigentlich jetzt für Sie als Expertin, geschweige denn für Nicht-Expertinnen und Experten aus, die Sie alle haben, die öffentliche Information zur Impfung, um ruhigen Gewissens, auch das, glaube ich, haben Sie jetzt gesagt, sich für eine Impfung zu entscheiden. Und für Eltern ist das ja oft auch eine Verantwortung. Frage, weil sie entscheiden fürs Kind. Und ich weiß, dass diese Entscheidung keine einfache ist. Sehr oft eine ganz emotionale und auch persönliche, die man hier trifft. Sie sehen das mehr als Expertin. Manche sehen das ja nur als sehr emotionale, sie betreffende. Ist natürlich auch als Mutter selber auch. Mutter auch, ein Kind. Auch alles, ja, klar. Gut. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und meine Erfahrung und die ich mitbringe aus meinen Gesprächen persönlich, nämlich nicht als Theoretikerin, sondern wirklich als Praktikerin ist, wenn man den Menschen diese Information gibt, die sie für ihre Entscheidung brauchen, dann ist es eine Entscheidung, hinter der sie auch voll auch emotional stehen können. Und da darf man auch nicht irgendwas ausspannen, da darf man nicht sagen, die Impfung ist 100% sicher, es gibt keine Nebenwirkungen. Sondern man muss klar sagen, diese Impfung hat, wie jedes andere Medikament, das wir vielleicht tagtäglich, Gott sei Dank nicht täglich vielleicht, aber sehr oft schlucken, gegen Kopfschmerzen, gegen Fieber bei den Kindern, Durchfallserkrankung oder was auch immer. Wie jedes andere Medikament hat natürlich eine Impfung auch Nebenwirkungen. Jede Wirkung hat auch Nebenwirkungen, sagen wir in der Medizin. Das ist so. Aber die Frage ist diese Nebenwirkung das Risiko größer als das Risiko, mich nicht impfen zu lassen? Und diese zwei Dinge muss man gegenüberstellen, wie bei jeder anderen Lebensentscheidung. Du musst Risiko gegen Risiko abwägen. Und da kann ich Ihnen sagen, die Zusammenschau der vielen tausenden Studien ist es wahrscheinlich die bestbeforschteste Impfung in der kurzen Zeit, die es überhaupt in der Geschichte der Menschheit gibt, kann man sagen, dass das Risiko an einer schweren Corona-Infektion und Erkrankung mit Intensivstation und Krankenhaus zu erkranken, ist bei 14%, wenn Sie infiziert sind. Das ist sehr hoch. Und je älter Sie sind, desto größer ist das Risiko. Je jünger, desto geringer. Das Risiko, eine schwerwiegendere Nebenwirkung nach der Impfung zu haben, ist bei 0,02%. 700-fach geringer.
Und diese Zahlen gegenübergestellt, das müsste man natürlich auch schön aufbereiten, sind, glaube ich, sehr überzeugende Zahlen, dass man sagt, Sie haben recht, wir wissen nichts zu Langzeitstudien. Aber wissen Sie von keinem Medikament, wenn es neu, bevor es auf den Markt kommt, neue Hepatitis C-Medikamente, die in den letzten Jahren Durchbrüche geschafft haben bei Hepatitis, von denen wissen wir am Ende, ob sie mit 20-jähriger Rückschau noch immer so sicher sind, wie sie heute erscheinen. Da haben Sie völlig recht. Das ja, wissen wir nicht. Das sind aber, wie gesagt, alles Impfungen, die wirklich lange, lange ertestet wurden. Nein, bevor sie dann... Das ist ein Medikament, aber ja, egal. Ja. Oder wenn es jetzt zum Beispiel die Masernimpfung ist, ein klassisches Thema, oder auch die Zeckenimpfung, wie Sie es vorher gebracht haben. Das sind natürlich alles Impfungen, die lange ertestet worden sind, bevor sie dann im Endeffekt auch wirklich lizenziert wurden. Nicht länger als die. Also wurden alle Tests, also das, da geistert so viel Fehlinformation herum, dass man sagt, da ist ein Schnellverfahren angewandt worden. Das war kein beschleunigtes Verfahren, sondern dieses Verfahren hat genau, also Zulassungsverfahren, das europäische, ist genauso streng, hat genau die strengen Kriterien angelegt wie an jedes andere Medikament und jeden anderen Impfstoff. Das Einzige, was beschleunigt wurde, ist, dass die Abläufe, die ganzen Administrationsabläufe, die bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde notwendig sind, die sind extrem beschleunigt worden. Das ist alles zusammengelegt worden. Aber es wurden alleine beim Pfizer-Impfstoff 40.000 Menschen in der Studie beforscht. Das ist die Zahl, die durchschnittlich bei Impfstoffstudien beforscht werden an Probandinnen und Probanden. Okay. Heißt das, dass die Corona-Impfung dann aktuell jetzt eine bereits komplett fertig lizenzierte Impfung ist oder noch eine bedingte Zulassung hat? Also die Corona-Impfung hat eine normale Zulassung. Die hat eine ganz normale, auf die man sich verlassen kann, was sein kann, ist, weil wir nicht wissen, was das Virus in Zukunft noch anstellt und ob es sogenannte Fluchtmutationen gibt, die sich dem Impfschutz entziehen. Das kann heißen, dass diese Impfung noch verändert werden muss, insofern als dass andere Virusstämme in die Impfung hineinkommen, damit wir eine bessere Immunantwort gegen künftige Mutationen entwickeln, also eine Weiterentwicklung der Impfung. Das kann passieren und ich glaube auch, dass die Kinderimpfung, wenn sie jetzt demnächst zugelassen werden, für die unter 12-Jährigen, auch niedriger dosiert sein wird zum Beispiel, also weniger Dosis drinnen sein wird, weil die Kinder sind kleiner, sind leichter, da kann man die Dosis auch erniedrigen. Und das kann auch sein, dass die Impfstoffe noch angepasst werden. Das war immer so üblich, weil man feststellt, vielleicht können wir den einen oder anderen Inhaltsstoff noch reduzieren, um die Verträglichkeit noch besser zu machen. All das kann in den nächsten Monaten noch auf uns zukommen. Heißt aber nicht, dass die Impfung jetzt gefährlicher ist als die Corona-Erkrankung selber. So, jetzt müssen wir schon zu Frau Tüchler, damit auch alle drankommen. Ja. Sie sind, wie gesagt, Justizwachebeamtin, Sie interessieren sich aber vor allem auch für die 1G-Regel, glaube ich. Genau. Frau Dr. Reni Wagner, Sie fordern die 1G-Regel in der Nachgastronomie und in der Veranstaltungsbranche. Die 1G-Regel würde bedeuten, dass bereits Genesene, die über genügend natürliche Antikörper verfügen, teils weit mehr als nach 2 Impfungen, und die getesteten Ungeimpften, die im Gegensatz zu dem von der Testpflicht ausgenommenen Geimpften über einen Nachweis ihres aktuellen Infektionsstatus verfügen, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Und sie bevorzugt ausschließlich Geimpfte, die wir aus Daten von Israel, Island und den USA bereits wissen, das Virus zu 60% weitergeben können. Die 1G-Regel zerstört die Nachgastronomie, die Veranstaltungsbranche etc. und vernichtet weitere Arbeitsplätze. Wie können Sie als Medizinerin, Oppositionspolitikerin und Sozialdemokratin das begründen? Was ist mit Personen, die nicht geimpft werden können? Was ist mit den Genesenen? Wie können Sie mit Ihrer Forderung einer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken? Das war jetzt ganz viel verpackt um das wichtige Thema von 1G. Ich glaube, das Allerschlimmste für die Nachtgastronomie und für die Gastronomie insgesamt wäre, wenn sie wieder jetzt monatelang zugesperrt wäre. Und wenn wir jetzt darauf hinauslaufen, dass unsere Zahlen wieder horrend in die Höhe gehen, auf den Intensivstationen, so wie es jetzt ausschaut, wieder extrem die Zahlen steigen und irgendwann der Punkt kommt, wir haben es leider doch nicht geschafft, die Impfquote zu heben, nach Gastro zu. Das wäre das Schlimmste für die Nachtgastronominnen und Nachtgastronomen und auch für viele, die dieses Nachtleben wollen. Die Jungen wollen ausgehen und sie haben ein Recht, ihr Leben zu genießen. In dem Alter haben wir auch, also ich gemacht, sie machen es vielleicht noch, hoffe ich. Aber warum 1G und Genesene nicht? Ich
ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sagt, weil die Empfehlung ist ja, dass frühestens 4 Wochen nach Infektion die Nachimpfung bei Genesenen erfolgen soll. Also 4 Wochen bis 6 Monate nach der Infektion sollen alle sich impfen lassen, damit ein verlässlicher Langzeitschutz gegeben ist und verlässlicher Antikörperspiegel gegeben ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man bis 6 Monate, nachdem jemand eine Infektion nachgewiesenermaßen hat, sagt, dass die gleichgestellt werden mit den Geimpften, jetzt für, was den Zutritt betrifft, aber generell nicht, wir wollten ja die Getesteten auslassen und die komplett nicht Geimpften, aber Genesene sind zumindest knapp nach der Infektion, da haben Sie recht, in der Mehrzahl gleichzustellen mit Geimpften, aber was die Verlässlichkeit des Langzeitschutzes betrifft, so ist der nicht generell gegeben bei Genesenen und deswegen wird empfohlen, nachzuimpfen. Danke. Dann kommen wir zum Herrn Weidinger. Sie sind Student und dementsprechend dreht sich auch Ihre erste Frage einmal um die Schulen. Ja. Was wollen Sie dazu wissen? Genau, die erste Frage geht um die Schulen, weil ich eine kleinere Schwester habe, die zurzeit in die Schule geht. Und ja, im Osten beginnt ja nächste Woche wieder die Schule. Und vor allem in den Volksschulen gibt es jetzt einmal so eine Sicherheitsphase für 3 Wochen. Sprich, in Wien dauert die bis 27.09. an. In dieser Sicherheitsphase müssen sich die Lehrer, aber auch die Schüler 3-mal die Woche testen lassen. Und außerhalb der Klassenräume gibt es dennoch eine Maskenpflicht. Genau. Wenn diese Sicherheitsphase vorbei ist, wie glauben Sie, kann man weitermachen oder welche Maßnahmen muss es geben, damit man eben das gewährleisten kann, dass die Schulen offen bleiben und auch der Präsenzunterricht da ist? Nein, Sie sprechen mir aus der Seele. Also ich halte von dieser Beschränkung auf 3 Wochen von dieser Sicherheitsphase nichts, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Virus sagt, ah, die 3 Wochen sind zu Ende und jetzt ist alles wieder gut, sondern die Zahlen werden, so wie Sie das im Herbst letzten Jahres gemacht haben, im Herbst natürlich weiter steigen und sie werden in den nächsten 2 bis 3 Wochen, das ist genau diese Phase, noch viel schneller steigen, als sie es in den letzten Tagen und Wochen gemacht haben. Deswegen bin ich der Meinung, die Schulen müssen ein sicherer Ort bleiben oder zumindest so sicher wie möglich sein, damit die Schulen offen bleiben. Ich habe 2 schulpflichtige Mädchen, ja, und Kinder, und die eine ist noch nicht geimpft. Und wie fühlen sich jetzt alle Eltern, die ihre Kinder eigentlich gerne impfen lassen würden, aber die Kinder sind noch zu klein, also kleiner als 12. Die müssen ab Montag in die Schulen geschickt werden und wissen eigentlich nicht, welchem Risiko sie es dort aussetzen. Und ich bin der Meinung, dass man jetzt in ganz Österreich bitte einheitlich und nicht 9 verschiedene Regeln, weil alle Kinder sind gleich viel wert und alle Schulkinder sollten hier gleich behandelt werden. Alle 50.000 Klassen sollten hier die gleichen Sicherheitsstandards haben, auch an den Universitäten, dass man hier regelmäßige Testungen durchführt. Ich war für mindestens 2 PCR-Tests, weil diese viel verlässlicher sind, pro Woche in jeder Klasse. Und das nicht nur 3 Wochen lang, sondern ich glaube, wir werden nicht drüber hinwegkommen, dass zumindest das ganze Semester einmal jetzt getestet wird. Das ist, die Kinder haben sich so dran gewöhnt, sie werden das wahrscheinlich aus den Berichten der Schwester auch hören. Also da haben sie noch die Antigen-Tests gemacht mit den Nasenbohrern. Das ist für sie schon gang und gäbe gewesen, ja, das zu tun, das war Gewohnheit. Und ich halte es für vernünftig, dass man die Maskenpflicht in der Schule, zumindest außerhalb der Klassenräume, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, auch jetzt mit Schulbeginn wieder einführt. Kann man dadurch dann auch durch diese Maßnahmen einen normalen Turnunterricht wieder gewährleisten? Weil es geht ja auch um die körperliche und geistige Gesundheit der Kinder. Das ist so wichtig. Also wir sehen ja, dass die Kinder eine extreme Gewichtszunahme haben, wenn man ja Untersuchungen anschaut der letzten 18 Monate während der Corona-Zeit, weil sich die Kinder im Lockdown natürlich viel, viel weniger natürlich bewegt haben. Es gab keinen Turnunterricht, die Sportvereine waren geschlossen, der Fußball war zu, Club war zu. Schrecklich. Und das ist ganz gefährlich. Das ist ja eine Gesundheitsgefahr für die Kinder, nicht? Weil das ist Gefahr für Diabetes und so weiter. Und deswegen plädiere ich dafür, dass alles getan wird, dass der Sportunterricht stattfinden kann. Da kann man ja Sportarten und Aktivität finden, wo nicht so viel Körperkontakt ist, nicht? Aber trotzdem die Kinder eine regelmäßige und wichtige körperliche Betätigung durchführen. Im Übrigen, Luftfilter sind auch ein ganz wichtiges Instrument, um die Infektionsgefahr in den Klassenzimmern zu reduzieren. Da gibt es neue Luftfilter, die können das zu 50% das Infektionsrisiko in der Klasse reduzieren. Wissen Sie, wie viele bestellt wurden für ganz Österreich vom Bildungsminister? 5.000 Filteranlagen. Es gibt aber 50.000 Schulklassen.
Und das finde ich wirklich schade, weil dieser Luftfilter belastet kein einziges Kind, erspart vielleicht, dass sie dann wieder Masken tragen müssen, wenn die Zahlen wieder sehr hoch sind oder die Klassen gesperrt werden. Und ich denke, zumindest in den Volksschulen, wo die Kinder nicht geimpft sind oder dort, wo ein enger Kontakt ist zwischen den Kindern, sollten diese Luftfilter jedenfalls installiert werden. Und das auch österreichweit, nicht nur in einigen Bundesländern oder in einigen Schulen. Und abschließend noch, glaube ich, haben Sie auch eine Frage zu den Universitäten, weil Sie ja selber Student sind. Genau. Auf der Uni, auf der ich studiere gerade, haben wir jetzt letzte Woche die E-Mail bekommen, dass wir eine 3G-Regel haben. Vorlesungen generell für den Eintritt ins Gebäude. Okay. Mhm. Das war zu erwarten, das ist auch klar. Und in den Gebäuden selbst haben wir dann aber keine Maskenpflicht mehr. Egal ob Veranstaltungen, Vorlesungen oder Prüfungen. Glauben Sie, ist das dann auch die richtige Herangehensweise, um den Virus zu bekämpfen und um auch einmal einen Präsenzunterricht an der Uni zu gewährleisten, den wir jetzt auch schon 1,5 Jahre nicht hatten? Richtig. Also ich sehe das auch als wirklich verheerende Entwicklung, dass die Universitäten eigentlich geschlossen waren das letzte Jahr und alles im Fernunterricht stattgefunden hat. Und das Unileben lebt ja auch davon, dass man einen persönlichen Austausch hat und dass die Proseminare stattfinden können, persönlich und so weiter, und die Vorlesungen. Also ich denke, dass die Maske als solches nicht unterschätzt werden soll. Und das ist ein gutes Infektionspräventionsinstrument. Und ich war immer dagegen, dass man mit Sommerbeginn die Maske fallen lässt, weil wir haben uns alle so dran gewöhnt. Und Gewohnheit wieder abzuschaffen und dann wieder zu gewöhnen, ist so kompliziert. Und es tut nicht weh, es tut nichts mit der Genetik, glaube ich, oder mit dem Immunsystem. Es ist ein bisschen unangenehm bei der Hitze, da gebe ich recht. Aber jetzt, ich wäre nicht abgeneigt zu sagen, dass man an Universitäten dort, wo an den Gängen, dort, wo die Leute sich treffen, wo viel los ist, die Abstände nicht eingehalten werden, dass man sehr wohl zumindest Mund-Nasen-Schutz trägt. Und es gibt ja einige Universitäten, die sagen, dass sie jetzt für 1G-Regel für gewisse Lehrveranstaltungen sind. Ich nehme auch wahr, dass die MedUni Wien und die Salzburger Uni in diese Richtung gehen. Vor allem für Veranstaltungen, wo die Studentinnen und Studenten bei Praktika zum Beispiel sich näher kommen, gemeinsam arbeiten müssen, dass man dort eine 1G-Regel einführt. Frau Rendi-Wagner, vielen Dank. Vielen Dank.